Ala Rasulillah, amma ba'd. This meeting is being recorded. Wir werden großartige Wiederholungen unterlassen, liebe Geschwister, weil der Unterricht, wie ihr hört, aufgenommen wird. Deswegen werden wir direkt in die Materie reingehen, damit wir auch vorankommen. Und das Ziel ist, möge Allah es erlauben, dieses Buch abzuschließen, damit du, wie gesagt, einen Block, ein gutes Kapital an Tadabbur hast und die Bedeutung des Tadabbur und was damit alles zusammenhängt. Wir sind stehen geblieben letzte Woche bei der ersten Thematik. Wir haben ein Vorwort gemacht und das Buch geht weiter, indem der Autor jetzt 18 Thematiken aufzählt. Jede Thematik an sich ist ein Riesenthema für sich selbst. Der Autor sagt aber, diese 18 Thematiken überfliegen wir stichpunktartig. Die dienen als eine Art Vorbereitung für den wahren Tadabbur. Also fangen wir mit Thematik 1 an. Er sagt, Al-Mas'alatul Ula haben wir letzte Woche ein bisschen angeschnitten. At-Tariqu illa Dajahi fil Haya. Der Weg lautet, also die Überschrift, die Thematik lautet, der Weg zum Erfolg im Leben. Wie passiert das? Jeden in seinem Kopf poppt jetzt irgendwas auf. Wie werde ich erfolgreich? Durch Reichtum, durch Wissen, durch Studium, durch Arbeit. Wie werde ich erfolgreich? Natürlich zeigt uns der Autor hier auf, wie du islamisch, von der islamischen Perspektive und islamischen Brille erfolgreich wirst. Er sagt, Inna al-wasilata al-ula li-islahi al-nafsi wa tazkiyati al-qalbi wal-wiqayati min al-mushkilati wa ilajuha huwa al-ilm. Also sagen wir, die Antwort für den Erfolg ist das Wissen. Er sagt wörtlich, das Mittel, das allererste Mittel überhaupt, um dich zu verbessern, zu optimieren, deine Nefs, dein Herz, deine Seele, mit der du schon jahrelang kämpfst. Jeder von uns hat dieses in seinem Kopf schon mal gehabt. Wie kann ich ein besserer Muslim werden? Wie kann ich mich optimieren? Wie kann ich rechtschaffener werden? Wie kann ich das Qiyamul Layl ständig verrichten? Wie kann ich mehr Wissen erlangen? Wie kann ich noch stärker mit dem Koran mich verbinden? Wie? Er sagt, das erste Mittel und das erste Weg zur Verbesserung, der erste Weg zur Verbesserung und für Reinigung des Herzens und Schutzschild von allen Dingen, die Probleme in dein Leben führen. Und wenn sie dann eingedrungen sind, die Probleme in deinem Leben, diese wieder zu entfernen, ist al-ilmu, ist das nützliche Wissen. Wa wasilatu, wenn wir jetzt wissen, dass das das Wissen ist, wie kriege ich das? Er sagt, und das erste Mittel für die Erlangung des Wissens, al-qira'atu wal-kitab. Also ist das Lesen und ein Buch. Du brauchst ein Buch und du musst lesen. Die ersten zwei Dinge, wie man an das wahre Wissen gelangt. لِذَلِكَ نَجِدُ Und jetzt beweist er das natürlich und es wird bei uns alle Klick machen. لِذَلِكَ نَجِدُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا أَرَادَ هِدَيْتَ الْخَلْقِ Er spricht jetzt über, dass als Allah die Menschheit recht leiten wollte, bevor diese großartige Religion herabgesandt wurde auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, befand sich die Menschheit in Dunkelheit und in Dingen, die man, ja, wo man sich nicht traut, diese auszusprechen. Sie haben teilweise wie Tiere gelebt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich entfernt von ihnen und ist in die Höhle Hira gegangen und hat sich zurückgezogen von diesem Götzendienst, Alkohol, Schächtung für Götzen, Sinna unter den Familienbanden, etc. etc. Also sagt er hier, als Allah subhanahu wa ta'ala diese Menschen dann recht leiten wollte, وَإِخْرَاجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ und sie aus den Dunkelheiten ins Licht hervorbringen wollte, was hat er gemacht? أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ كِتَابًا يُقْرَى hat er auf sie ein Buch herabgesandt, welches gelesen wird, der Koran. وَأَوَّلُ سُورَةٍ نَزَلَتْ مِنْهُ بَدَأَتْ بِكَلِمَةٍ عَظِيمَةٍ Er sagt, und das erste Wort, was jeder von euch kennt, was herabgesandt worden ist, ist ein gewaltiges Wort. Und zwar ein gewaltiges Wort, welches der Schlüssel ist für Verbesserung deiner Seele und dein eigenes Leben und für alle Menschheit. مَهْمَا اخْتَلَفَتِ الْأَزْمَانُ وَتَبَيَّنَتِ الْبُلْدَانُ Egal in welcher Zeit und in welchem Ort und Land, إِنَّهَا Es ist das Wort, اقرأ بسم ربك الذي خلق
Stell dir jetzt vor, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist in der Höhle, die Menschheit befinden sich in ihren Sünden, versunken, vertieft, sie leben teilweise wie Tiere. Allah sieht das und will diese rechtleiten. Was hat er gemacht? Hat er Engel herabgesandt? Hat er jeden Einzelnen recht geleitet, indem er ihn selber Licht in sein Herz gelegt hat? Nein. Er hat ein Buch herabgesandt und das erste vom Buch war Iqra bismi Rabbik. Also stellen wir uns hier die erste Frage für dich, größte Überschrift für dich in deinem Leben. Welche Rolle spielen Bücher in deinem Leben und das Lesen? Das ist der Anfang zur Verbesserung. So hat er angefangen, li islahi nafsi wa tazkiyatil qalbi. Wie verbessere ich meine Nefs, mein Inneres und meine Seele und mein Herz? Wie reinige ich diese? Das Erste ist, du brauchst ein Buch, welches du lesen musst. Also sagen wir, welche Rolle spielen Bücher und das Lesen in deinem Leben? Wenn nicht, dann wissen wir, du musst was verändern. Und wenn sie eine große Rolle spielen, dann wird er dir zeigen, wie du von diesen Büchern profitieren wirst. Und das sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch wörtwörtlich im Koran, im ersten Vers von Surat Ibrahim, Sura 14, Vers 1, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilayka li tukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Alif Lam Ra, arabische Buchstaben. Wir haben ein Buch auf dich herabgesandt. Einer der größten Gründe oder Aufgaben von diesem Buch ist, li tukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur, damit du die Leute aus den Dunkelheiten ins Licht führst. Also wissen wir jetzt, Lesen und Bücher ist eine fundamentale Sache, die bei vielen Muslimen gar keinen Wert hat. Im Gegenteil, Lesen ist eher was Langweiliges. Studieren ist anstrengend und es macht keinen Spaß. Aber als die Nicht-Muslime das begriffen haben, natürlich haben sie sich das von uns abgeschaut, als sie gesehen haben, dass das der Denn als, das, das, als sie gesehen haben, dass das Mittel zum Erfolg Studieren und Lesen und Bücher sind, sind sie uns davon geschritten. Deswegen sagt Imam Shafi'i: Ich bedauere uns Muslime, dass wir nicht die Medizin in unserer Hand haben. Die Ahlul Kitab, die Leute der Schrift, haben es begriffen und sind davongezogen. Das heißt, sie haben studiert und wer hat jetzt die Medizin in der Hand? Bestimmt nicht die Muslime. Wir haben wahrscheinlich gar nichts in der Hand. Warum? Weil wir das unterlassen haben, das Lesen und Studieren. Wir haben ja gesagt, in der letzten Woche, Iqra hat ja mehrere Bedeutungen. Es hat auch die Bedeutung von lerne auswendig, präge es dir ein, studiere, lies, etc. Wa'alayhi, also sagen wir, wenn du das jetzt begriffen hast, Bücher und Lesen muss in meinem Leben einen festen Bestandteil haben. Wenn nicht, sagt er mit dieser Überschrift, gibt es keinen Erfolg. Wünsche dir so viel du willst. Wenn du kein nützliches Wissen hast, wirst du auch keinen Erfolg erreichen. Und im islamischen Bereich ist es genauso. Nützliches Wissen finden wir in den Büchern, welche du studieren musst. Er sagt, wa alayhi, also sagen wir, wenn man arada an-najah, wer den Erfolg will, wa arada zakata was-salah und die Reinigung haben will und die Rechtschaffenheit und Verbesserung, fala tariqa lahu siwa al-Qur'an was-Sunnah. So gibt es keinen Weg dahin, außer über den Koran und die Sunnah. Qira'atan, die man lesen sollte, wa hifdhan, einprägen sollte, weil eingeprägtes Wissen hat einen höheren Wert, als wenn du es nur liest. Wenn du Wissen bei dir immer trägst, hat es einen höheren Nutzen für dich. Du kannst in der Wüste sein, dein Wissen ist mit dir. Aber wenn du dein Buch verlierst, hast du nichts mehr. Also sagt der Koran und Sunna, Qira'atan wa hifdhan, wir lesen sie, wir prägen sie uns ein, wa fiqhan, wir verstehen, was wir lesen und was wir uns eingeprägt haben, und studieren das und bringen das auch weiter oder geben es weiter. Inna al-ihalata ala kitabin yuqra'u wa yufhamu wa yutabbaqu hiya at-tariqatu al-'amaliyya. Also der Verweis zu einem Buch, welches gelesen wird und verstanden wird und in die Praktik umgesetzt wird, ist das Verfahren oder das praktische Verfahren, um was zu verwirklichen? At-tatawwur, die Entwicklung und Fortschritt und Aufstieg für dich selbst und als Gemeinschaft, als Ummah. Entschuldigung. Warruqiyyi wa an-najah. Willst du Fortschritte und Aufsteigen im Leben?
dann musst du studieren. Die Schulbank drücken im wahrsten Sinne des Wortes. Fi jami'i majalati al-haya, sagt er, in allen Bereichen des Lebens. Willst du islamischer Prediger werden? Das ist ein heftiger Weg, um sich dieses Wissen anzueignen. Das Erste, was dir begegnen wird, ist der Mushaf, ist der Koran, den du auswendig lernen musst. Wenn du es ernst meinst und ein wirklicher Islamlehrer werden willst, dann musst du erstmal 604 Seiten in deinen Kopf reinkriegen. Hier fängt schon die Schwierigkeit an. Inna al-qira'ata hayatul insan. Schau mal, wie schön er ist definiert. Er sagt, das Lesen ist das Leben für den Menschen. فَمَنْ قَرَأَ كَثِيرًا عَاشَ كَبِيرًا. Wer viel liest, er wird auch groß leben. Das heißt, die Bedeutung, die er in sich trägt, er wird selbstbewusster. Und Freude trägt er in sich, weil er Bedeutungen kennt. Und Verse und Hadithe, die andere nicht kennen. Und dann sagt er, وَمَنْ قَرَأَ أَكْثَر. Und wer mehr liest, keine Akbar. Der wird natürlich größer als du sein. وَمَنْ أَرَادَ يَرْقَى فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأَ. Und wer aufsteigen will, so soll er lesen. Das erinnert uns an den Hadith des Hafiz al-Quran. Schau mal, es gibt keinen Gottesdienst, den man im Jenseits praktizieren wird, außer die Lesung des Korans. Im Paradies, ihr kennt alle den Hadith, wird zum Hafiz gesagt, lies und steig auf. Denn der letzte Vers, den du rezitierst, wird auch deine letzte Stufe sein im Paradies. Und deswegen ist deine Stufe von dir selbst abhängig. Wie viele Verse vom Koran hast du auswendig? Und dieser Hadith weist auch wieder darauf hin, welch großen Wert die Lesung hat, das Lesen an sich. Und hier geht es um die Koran-Rezitation. Dann sagt der Autor und schließt die erste Thematik ab. وَلَكِنْ لَيْسَتْ أَيَّةَ قِرَاءَ. Es ist nicht irgendein Lesen. Buch auf, Buch zu, fertig, weglegen, nächstes Buch. Nein. Er sagt, es ist nicht irgendein Lesen. بَلِ الْقِرَاءَةُ التَّرْبَوِيَّةِ. Es ist ein erzieherisches Lesen. Ein Lesen, welches ein pädagogisches Lesen. Heute habe ich so früh schon einen trockenen Hals. التي يتم بعون الله توصيفها. Wie man dieses Lesen praktiziert oder wie man richtig liest, sagt er, werden wir in diesem Buch behandeln. Und deswegen pflegte auch Abdullah ibn Mas'ud eine schöne Aussage zu tätigen. Er sagte, فَلْيَكُنْ هَمُّكَ مَا فِي الْكِتَابِ لَا خَتْمَ الْكِتَابِ. Er sagt, deine Sorge sollte sein, was sich im Buch befindet und nicht das Buch schnell abzuschließen. Liebe Geschwister, eine Minute bitte, ich komme sofort zu. So, jetzt, Entschuldigung nochmal. Also Abdullah ibn Mas'ud pflegte zu sagen, فَلْيَكُنْ هَمُّكَ مَا فِي الْكِتَابِ لَخَتْمَ الْكِتَابِ. Deine Sorge sollte sein, was sich im Buch befindet und nicht das Buch abzuschließen. Denn aus einer Seite Koran kann man so viele Nutzen und so viele Perlen herausziehen und wissen, wobei du, wenn du den Koran einmal schnell durchliest, wahrscheinlich nichts hängen bleibt. Also war das die erste Thematik. Der Weg zum Erfolg im Leben ist das Lesen und die Bücher und dieses Mindset zu verinnerlichen, dass ich studieren muss und Wissen haben muss über die Sache. Es ist klar, jede Sache, die du haben möchtest, braucht Wissen. Mir fällt ein die Aussage von Imam Shafi, als er sagte, wer das diesseits möchte, so soll er Wissen erlangen. Und wer das jenseits möchte, so soll er Wissen erlangen. Und wer beide möchte, der muss ebenfalls das Wissen erlangen. Jede Sache, die bei dir zu Hause ist, sei es auch nur dein Handy, die Einstellungen, dafür brauchst du Wissen.
Wenn du einen Fehler hast in der Elektronik, brauchst du Wissen darüber, um es selbst zu reparieren. Du wirst immer merken, dass hinter jeder Sache das nötige Wissen steckt. Gut. Zweite Thematik, Sebabul Fashali fil Hayah, welches jeder von uns schon durchgemacht hat. Was sind die Gründe oder was sind die Gründe für unsere Misserfolge und für unser Scheitern? Wie oft hast du schon vorgehabt, eine Sache zu machen, aber immer und immer wieder ist es gescheitert und du hast von neu begonnen und wieder gescheitert. Pass auf, hier auch eine sehr nützliche Thematik. Er sagt, يبين الله تعالى بإيجاز ووضوح أن سبب الفشل الناس في الحياة هو ضعف الإرادة. Der schwache Wille. Erstens, erste Antwort, der schwache Wille ist der Grund für dein Scheitern und für deine Misserfolge. Wie entsteht der schwache Wille? Er sagt, الناشئ عن النسيان. Der schwache Wille entsteht oder ist bei dir fest verankert, weil du vergisst. Vergessen? Ja, vergessen. فيقول سبحانه شو هي دفاس الله زاكت تو آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل und wir haben mit Adam ein Pakt geschlossen, nämlich nähere dich nicht dem Baum, iss nicht vom Baum. Was sagt Allah danach? Erwähnt das Wort vergessen. فنسيه ولم نجد له عزما. So hat Adam vergessen und wir haben bei ihm keine Entschlossenheit gefunden und keinen Willen, als er den Baum sah, wie schön und prächtig die Früchte waren und geglänzt haben. Du musst dir vorstellen, es war ein Baum der Bäume im Paradies. Jeder Stamm im Baum, im Paradies besteht aus Gold. Die Äste bestehen aus rotem Gold. Wenn der Wind durch die Äste weht, entsteht eine Melodie. Die Früchte sind größer als große Krüge und sehen reif aus. Prächtige Farbe. Als Adam vor diesem Baum stand, was hat er gemacht? Den Pakt, den er mit Allah subhanahu wa ta'ala geschlossen hat, hat er vergessen. Das Gelüst hat ihn überwältigt. Und das haben wir von ihm geerbt. Das Vergessen und das Schwachwerden vor einer Sünde und sie dann tatsächlich machen. Weil er war im Paradies. Allah subhanahu wa ta'ala hat zu ihm persönlich gesprochen und trotzdem sündigt man, weil wie Allah es sagte, فَعَصَىٰ أَدَمُ رَبَّهُ فَهَوَىٰ. So hat er dann sündig sich verhalten gegenüber seinem Herrn, obwohl er im Paradies war. Also sagt er hier, so hat Adam vergessen und wir haben bei ihm keine Entschlossenheit gefunden, sich gegen dieses Shahwa, dieses Gelüst zu wehren. Der Mensch ist schwach. In einem anderen Vers beschreibt Allah den Menschen ebenfalls. In Surah, diesen Vers von Adam findest du in Surah 20, Vers 115. Folgender Vers in Surah Zumar, Surah 39, Vers 8 sagt Allah, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَ رَبَّهُ. Dieser Vers ist auch wunderbar, welcher zeigt, wie vergesslich der Mensch doch ist. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ. Wenn den Menschen ein Leid trifft, eine Prüfung, die du gerade durchlebst, oder etwas, was du gerade begehrst und wo du heftig Dua machst, was passiert, wenn der Mensch sich gerade in diesem Zustand befindet? دَعَ رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. Er fleht seinen Herrn an mit dem Zusatz Munib, sehr sich ihm zuwendend und Reue zeigend, flehte Allah an. Alles fällt ihm jetzt leicht, das Stehen in der Nacht, freiwillig zu fasten, zu spenden, den anderen zu helfen. Alle schweren Gottesdienste fallen ihm jetzt leicht. Warum? Weil er möchte jetzt etwas von Allah. Also ist der Mensch jetzt sehr spendabel und alles fällt ihm leicht, er ist sozusagen bereit zu opfern. Allah beschreibt ihn so und dann betet er und bittet und fleht und fleht und fleht. Was passiert? Allah ist Rahman, Rahim, er ist barmherzig, er ist Mujib, er gewährt und antwortet auf deine Dua. ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihm dann diese Ni'ma gibt, die er verlangt hat, Nasiya, hier haben wir wieder unser Wort. Nasiya, vergisst der Mensch. Nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl. Wenn er dann bekommt, was er wollte, schlüpft er wieder aus dieser armseligen, bittenden Reue in sein altes Muster. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat, was er denn wollte.
Und hier geht es erstmal spezifisch um den Kafir, um den Ungläubigen. So droht ihm Allah danach und sagt: وَجَعَلَ مِنْ مَا كَانَ لَهُ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا. Und jetzt verfällt er wieder in seinen Schirk und betet neben Allah andere an. لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ, um vom Weg Allahs fernzuhalten. قُلْ, sag ihm, o Gesandter, تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Genieße dein Kufr und deine Sünde für eine gewisse Zeit, denn du gehörst so oder so zu den Höllenbewohnern. Warum bringt der Autor diesen Vers? Um zu zeigen, dass dein schwacher Wille nur entsteht durch das Vergessen. Stell dir mal vor, jedes Mal, wenn du eine Sache vorhast, denkst du an die Person, was sind sie für Namen? Abdullah, Aisha, Ali. Stell dir mal vor, du würdest dich in deinen Zustand verfrachten, in dem du warst, als du eine Prüfung hattest. Wie du gefleht hast und nachts aufgestanden bist und es dir leicht gefallen ist, für die Sache, die du jetzt aktuell willst, du würdest jede Sache ohne Zweifel bekommen, weil du Allah subhanahu wa ta'ala anrufst mit einem Herzen, welches lebendig ist und nicht vergessen hat. Subhanallah. Und dann in einem letzten Vers, ja, sogar die Götzendiener, wenn sie im Drangsal verfallen, wissen sie, bei wem sie sich zu melden haben. In Surat al-Ankabut, Sura 29, Vers 65, auf der letzten Seite von Sura die Spinne, erwähnt das Allah und sagt, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, wenn sie das Schiff besteigen und gemütlich über den Ozean dahin fahren, kommt ein Sturm auf und die Wellen werden rau und groß und sie merken, wir befinden uns in einem Sturm. Allah beschreibt ihren Zustand dann, wenn sie in dieser Drangsal sind, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, und dann passiert dieser heftige Sturm, دَعَوُ اللَّهِ, pass auf, sie rufen Allah an, مُخْلِسِين, voller Ikhlas, لَهُ الدِّين, ihm die Religion zuschreibend. Was passiert, wenn sie gerettet werden? فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Kaum sind sie wieder auf dem Festland und wurden gerettet vom Sturm, verfallen sie wieder in ihren Schirk und vergessen, hier geht es ja ums Vergessen, vergessen, in welcher Drangsal die sich befunden haben. Also sagen wir, unsere Misserfolge, die du im Leben erfährst, ist eigentlich deine eigene Schuld. Und zwar, du vergisst, um was es eigentlich geht. Und dazu kommen wir jetzt. Er geht darauf ein und sagt, فَالْإِنسَانُ فِي حَالِ الشِّدَّةِ وَالْكُرْبَةِ يَحْصُلُ عِنْدَهُ الْعِلْمُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Im Zustand der Prüfung und der Härtefälle bekommt der Muslim oder verfällt in das wahre Wissen von La ilaha illallah. Du weißt ganz genau, bei wem du deine Hände zu heben hast und wann du oder wo du dich auszuweinen hast. Das weißt du ganz genau bei Prüfungen. وَيَحْصُلُ مِنْهُ التَّوْحِيدُ وَالْإِخْلَاسِ, und der absolute Tauhid und Ikhlas befindet sich nun in deinem Herzen. وَيُوجَدُ عِنْدَهُ الْحِرْصُ عَلَى الْخَيْرِ, und wie schon gesagt, es fällt dir leicht jetzt, die gottesdienstlichen Handlungen zu verrichten, weil du befindest dich dann in einem Geben-Nehmen. Ja, Allah, ich strenge mich für dich an, damit du mir das gibst, was ich will. Das fällt jetzt leichter. وَالنَّفْعِ بِتِلْقَائِيَةٍ وَسُهُولَ, es fällt ihm auch leicht, an anderen zu helfen. In einer Drangsal würde er faul sein und sagen, keine Zeit. Aber jetzt in seinem Prüfungszustand fällt es ihm leicht, anderen zu helfen. لكن, er sagt, aber, مَا إِنْ يَزُولُ هَذَا الْمُؤَثِّرُ الْمُؤَقَّتِ, wenn dieser Einflussfaktor, in Klammern, diese Notsituation dann verschwindet, حَتَّى يَتَلَاشَ هَذَا الْعِلْمِ, verschwindet auch Schritt und Schritt für Schritt dieses Wissen über La ilaha illallah und sein Zustand, in dem er sich befunden hat. Spirituell war er ganz oben. Er hat schon mit Allah geredet, als würde Allah mit ihm direkt sprechen. So heftig hat er sich zu ihm zugewendet. فَيَنْسَ الْإِنسَانُ وَيَعُودُ إِلَى كُفْرِهِ وَشِرْكِهِ, und wenn das dann verschwindet, diese Drangsal, vergisst er auch, wen er da angerufen hat, und es verschwindet auch dieser Zustand im Herzen. Und das ist eine sehr heftige Antwort auch, warum werden wir geprüft? Also lernen wir daraus, Prüfung ist eigentlich eine Ni'ma. Und deswegen sagen die Araber in ihren Sprichwörtern, وَفِي كُلِّ نِعْمَةٍ
Minha. Oder wa fi kulli mihnatin minha. In jeder Prüfung steckt ein Geschenk. Welches Geschenk? Du bist Allah subhanahu wa ta'ala sehr nahe gekommen. Du hast Dinge verspürt, spirituell, die du in deiner nicht geprüften Phase niemals gespürt hättest. Also merkst du, dass wenn du geprüft wirst, Allah subhanahu wa ta'ala es eigentlich mit dir gut meint. Genau wie im Vers, den jeder kennt. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ in Surat al-Baqarah. Und vielleicht, ja bestimmt, verabscheut ihr eine Sache, aber es ist gut für euch. Und umgekehrt, und vielleicht liebt ihr eine Sache, aber sie ist schlecht für euch. Also sagt er, wenn dann dieses Wissen verschwindet und sein Prüfungszustand verschwindet, vergisst er auch seinen heftigen Willen, den er hatte, und verfällt in sein altes Muster, wird wieder faul, die Gebete werden nur gerade so verrichtet, Sunnen bestehen gar nicht, geschweige denn Koran, freiwilliges Fasten etc. وَيَعُودُ إِلَى مَا يَضُرُّهُ مِمَّا تَهْوَاهُ نَفْسُهُ. Und noch schlimmer, er verfällt in seine Sünden, die ihm schaden, und es fällt ihm schwer, gegen seine Nefs zu besiegen und sie abzuhalten von Haram. Also sagen wir, الْفَشَلُ سَبَبُهُ ضَعْفُ الْإِرَادَةِ. Der Misserfolg und die Misserfolge und Niederlagen, die du erfährst in deinem Leben, der Grund dafür ist der schwache Wille. Dieser entsteht durch das Vergessen. Jetzt gibt er uns wunderschöne Tipps. Wie kannst du deinen Willen immer aufrechterhalten? Das willst du ja. Das will ich, das will jeder. Ich will jeden Tag mit Allah subhanahu wa ta'ala in einer hohen spirituellen Stufe sein. Ich will jeden Tag etwas in meinem Herzen spüren von der verborgenen Welt. Ich möchte jeden Tag Qiyamul Layl beten, sodass mein Herz aufleuchtet. Er sagt, Al-Iradatu thalathatu anwa. Sehr schön mitzuschreiben. Er sagt, der Wille kann nur entstehen in deinem Herzen durch drei Dinge. Erstens, Al-Hub, Liebe. Wir kommen gleich dazu. Wenn die Liebe in deinem Herzen ist. Oder Al-Khauf, Furcht. Al-Raja, oder Hoffnung. فَمَتَى وُجِدَ أَحَدُهَا وُجِدَتِ الْإِرَادَ. Wenn die Liebe oder die Furcht, beziehungsweise Angst, oder die Hoffnung vorhanden ist im Herz, wird auch der Wille da sein. وَمَتَى تَخَلَّفَتْ جَمِيعُهَا. Und wenn nichts von diesen drei vorhanden ist, تَخَلَّفَتِ الْإِرَادَةِ, wird es auch keinen Willen geben. Und hier ist schon die erste Alarmglocke. Warum bin ich die ganze Zeit demotiviert und habe keinen starken Willen? Du hast weder Liebe, noch Furcht, noch fürchtest du dich vor Allah. Deswegen kriegst du nichts gebacken. Dann sagt er, فَإِذَا أَرَدْنَا قُوَّةَ الْعَزِيمَةِ. Wenn wir nun diese heftige Entschlossenheit wollen, وَعُلُوُّ الْهِمَّةِ, und einen heftigen Eifer und Hingabe, فَإِنَّ هَذَا يَحْصُلُ بِتَقْوِيَةِ هَذِهِ الْجَوَانِبِ. So wird das nur stattfinden, wenn wir diese drei Dinge in uns erwecken, zum Leben erwecken, Liebe, Furcht und Hoffnung. Wie passiert das? Er sagt, wie das passiert, dazu kommen wir gleich. Er sagt weiter, وَالْعِلْمُ دَرَجَاتٌ وَمَرَاتِبٌ. Er sagt erstens, das bekommst du natürlich nur durchs Wissen. Liebe, zu was Liebe? Zu Allah und zu seinem Gesandten und zum Paradies. Das sind die ultimativen Dinge in unserer Religion. Allah, sein Gesandter und das Paradies. Allah in Klammern auch, der Koran bzw. der Prophet, seine Sunna. Liebe dazu. Dafür brauchst du Wissen. Du brauchst Wissen über Allah und sein Buch, wo wir uns ja gerade beschäftigen. Du brauchst die Liebe zum Propheten. Das kommt nur durch Wissen über ihn. Und zum Paradies. Bücher gibt es darüber. Hunderte. Dann sagt er, das Wissen besteht natürlich dann auch die Furcht vor seiner Strafe, vor der Hölle und die Furcht davor, dass du kein Muslim mehr bleibst, beziehungsweise nicht als Muslim stirbst. Du hast keine Garantie. Und Hoffnung auf seine Vergebung, dass er dich nicht bestraft. وَالْعِلْمُ دَرَجَاتٌ. Und das Wissen besteht aus Stufen, genauso wie er sagt in Sure 58, Vers 11. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Es gibt die Gläubigen, Allah beschreibt hier im Vers, die Gläubigen und die Wissenden. Hier im Vers heißt es, die Wissenden sind über die Gläubigen um Rangstufen. Das ist ja klar. Deswegen wird der Gelehrte beschrieben, wir haben ja jetzt die weißen Tage, ich sehe auch gerade den Vollmond, der Vollmond wurde beschrieben mit dem Gelehrten und
die Sterne mit den Gläubigen. Das heißt, das Wissen ist immer über dem normalen Muslim, sage ich mal, oder über dem normalen Gläubigen. Der Wissende hat eine sehr, sehr hohe Stufe. Dann sagt er, welches Wissen uns nicht ausreicht, um diesen starken Willen umzusetzen. Pass auf hier jetzt. Es reicht kein oberflächliches Wissen, ja, die Sache ist schädlich oder die Sache ist vom Nutzen. Warum machen wir sie dann trotzdem nicht? Jeder von uns weiß, welch hohen Wert der Koran und das Wissen in der Religion hat. Aber schau dich mal in der Umma um, wie viele Gelehrten gibt es? Von 1000 Muslimen wirst du keinen wahren Gelehrten finden. Von 10.000 vielleicht nicht mal. Warum? Jeder weiß doch. Du weißt, aber nicht das Wissen, wozu wir gleich kommen, welches sich wirklich bewegt und dir einen heftigen Willen gibt. Dann gibt er ein spezifisches Beispiel. Davor sagt er, wir brauchen folgendes Wissen. At-Tafsil al-Qawiyyul Hadir. So hat er dieses Wissen beschrieben, welches dir nützt. At-Tafsili, detailliertes Wissen. Al-Qawi, welches heftig ist und stark und klar und deutlich. Al-Hadir, welches immer bei dir anwesend ist im Herzen. Fragt dich jemand nach, wie bekomme ich einen starken Willen? Kannst du ihm eine Stunde darüber reden, frei aus dem Kopf. Also nicht einfach nur wissen, wie werde ich Gelehrter? Ja, du musst bei Gelehrten sitzen. Nein, wir wollen ausführliches Wissen. Qawi, welches stark ist von der Ausschlagskraft, und Hadir, es muss immer bei dir vorhanden sein. Vermethelen, Beispiel, damit das noch deutlicher wird. Er sagt die Thematik des Rauchens. Er sagt, jeder Rauchende oder jeder Raucher weiß, wenn du ihn fragst, ob es schädlich ist, wird er dir sagen, ja, Rauchen ist schädlich. Und er weiß, dass es im Unterlassen besser für ihn ist. Hat er Wissen oder nicht? Wir sagen, ja, er hat Wissen, natürlich, er hat ja auch richtig geantwortet. Er sagt aber, und dass es lebensbedrohlich und lebensgefährlich ist. Lakinnahu, schau mal, wie er dieses Wissen beschreibt. Sathiyun da'ifun hash. Dieses Wissen ist nur oberflächlich, schwach und brüchig. Ja, ich weiß, Rauchen ist lebensgefährlich und Krebsgefahr etc. Und dann zieht er trotzdem an der Zigarette weiter. Dieses Wissen ist so schwach und so brüchig, dass es ihm nicht seinen Willen, wir reden ja gerade über den Willen, aktiviert, sodass er sie tatsächlich wegschmeißt und unterlässt. Darum geht es in diesem Kapitel. Wie bekomme ich diesen heftigen Willen, damit ich endlich aus meiner Faulheit und aus meinem Loch aufstehe und rauskomme? Zurück zu den drei Dingen. Du brauchst Tafsili, Qawi Hadir, detailliertes Wissen, starkes Wissen, anwesend. Du kannst es immer abberufen. Es ist so deutlich und es ist bei dir verankert, dass du es zu jeder Zeit aufsagen kannst. Er sagt, dieses Wissen, dieses schwache, brüchige, oberflächliche, la yuqawimu. Du musst dir vorstellen, er beschreibt hier seine Nefs, dieses Wilde in ihm, seine wilde Gelüst gegenüber dem schwachen, zerbrechlichen Wissen. Kaum kommt seine Nefs einmal auf und ruft nach einer Zigarette, sagt das Wissen, ja, es ist lebensgefährlich. Diese wilde Seele guckt sich das Wissen an, frisst es auf, sei leise, zack, und dann geht er rauchen. Dieses Wissen ist nicht so stark, dass es gegen seine heftige Seele es aufnehmen kann, geschweige denn besiegen kann. So geht es uns allen mit unseren Gelüsten. Dann gibt er ein anderes schönes Beispiel über den Studenten. Er sagt, wa kullu talibin ya'lamu anna amamahu imtihan. Jeder Schüler weiß, in 2 Wochen schreiben wir einen Test, Klausur. وَأَنَّهُ بِحَاجَةٍ إِلَى اسْتِذْكَارِ دُرُوسِهِ. Und er weiß in seinem Inneren, ich muss für diese Prüfung lernen, sonst falle ich durch. Was passiert aber bei den meisten? الْإِهْمَالُ وَالتَّقْصِيرُ. Viele sind dann vernachlässigen es oder machen zu wenig, obwohl sie doch wissen, wenn ich mich hinsetze und anstrenge, kann ich als Klassenbester abschließen. Obwohl es da ist, er hat nicht diesen Willen,
der ihn dazu treibt, dann sich hinzusetzen und stundenlang zu lernen, um dann wirklich erfolgreich zu werden. Und dann gibt er natürlich das Beispiel der Beispiele überhaupt, und zwar mit unserem Leben. Er sagt, wa kullu muslimin ya'lamu annahu sayamut. Jeder Muslim weiß, dass er sterben wird. Oder wer weiß das nicht? Die ganze Menschheit, sogar die Nicht-Muslime, das ist ja das Besondere bei dem Tod, so jeder hat es innerlich, die Antwort parat. Ja, ich werde eines Tages sterben. Das Wissen ist da. Aber es ist nur, wie hat er gerade gesagt, schwach, oberflächlich, häsch, brüchig. Er sagt, jeder Muslim weiß, dass er sterben wird. Und das mit ihm abgerechnet wird. Mit seinen Taten, die er verrichtet hat. Lakinnahu ilmun sathiyun mahzuz. Schon wieder. Aber es ist ein Wissen, welches oberflächlich ist, schwach, mahzuz, wackelig. Es kann es nicht aufnehmen mit deiner starken Triebseele. La yakfi li wujud al-iradati li fi'l al-khayrati wa tark al-munkarati. Er sagt, dieses Wissen reicht nicht, um die guten Dinge zu verrichten und um die Sünden zu unterlassen. Also, wie bekomme ich denn jetzt diesen heftigen Willen, um endlich diesen Durchbruch durch diese Wand zu schaffen und meine Nefs endlich zu besiegen? Wa qul mithla hadha al-kalami fi jami' umuri al-haya. Er sagt erstmal, das ist der Grund für alle Bereiche in deinem Leben. Viele von euch bestimmt wollten mal Sport anfangen. Jetzt gerade zum neuen Jahr. Jeder hat seine neuen, wie sagt man, Jahresansätze. Ja, ab 23 mache ich dieses und jenes. Der andere, ab Jahr 2023 werde ich anfangen, Arabisch zu lernen. Ab 23 werde ich anfangen, Koran zu lernen. Erste Woche von Januar, zweite Woche, Ende Januar. Alles wieder zerbröckelt und verfallen und er verfällt wieder in sein altes Muster. Warum? Der Wille ist nicht da, weil er wieder vergessen hat. فَالْمُتَأَمِّلُ فِي وَاقِعِ النَّاسِ. Er will uns jetzt die Lösung geben. Er sagt, derjenige, der sich mal die Menschen betrachtet und über sie nachsinnt und die Persönlichkeiten erforscht, wird sehen, wird feststellen, dass jeder Misserfolge erlebt aufgrund seines schwachen Willens oder schwaches Begehren oder nicht viel Angst zu haben vor einer Sache. Derjenige, der jetzt nicht lernt vor seiner Prüfung, da weiß es er, durchfallen kann und vielleicht sogar von der Schule fliegt. Aber diese Angst ist nicht so gewaltig und hat ihn noch nicht berührt, sodass sie ihn treibt zu lernen. Oder hier der Muslim, der weiß, dass er sterben wird, der macht trotzdem noch tagtäglich die gleiche Sünde. Er sagt, li annahu illam Irada. Und dann gibt er ein letztes Beispiel von Kranken beispielsweise. Wenn der Kranke nicht weiß, dass in diesem Medikament, auch wenn es bitter schmeckt und schmerzt, seine Heilung ist, wird er es niemals zu sich nehmen. Wenn er aber weiß, dass dieses Medikament da drin liegt, meine Rettung durch Allahs Erlaubnis, dann wird er alles dafür tun, um dieses Medikament erstens zu bekommen und zweitens, um es zu schlucken und zu sich zu nehmen. Und dann sagt er, wie man den heftigen Willen erlangt. Dieses werden wir in den nächsten Thematiken weiter behandeln, beziehungsweise wer das Buch beendet, wird eine heftige Liebe zum Koran entwickeln. Und ich kann nur sagen, aus Erfahrung, wie gesagt, ich habe das Buch dreimal gelesen. Es wird einfach deine Sicht zum Koran total verändern. Dann sagt er, Thematik Nummer 3. Also das war die Thematik Nummer 2, die etwas länger war als die erste. Und zwar der Grund für die Misserfolge und für dein Scheitern im Leben, sagen wir, ist was? Der schwache Wille. Der schwache Wille entsteht durch das Vergessen. Genau, dann hat er noch erwähnt am Ende, wie kann man dieses Vergessen jetzt heilen, indem du dich ständig erinnerst.
Deswegen lesen wir im Koran, wenn Allah über den Dhikr redet, verbindet das immer mit einem Wort. Ist dir das schon mal aufgefallen? Er sagt nicht einfach Udhkuru, gedenkt, gedenkt, gedenkt. In vielen Fällen sagt er, ja, ayyuhalladhina amanu, Udhkurullaha dhikran kathira. Erwähnt Allah viel und oft. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wir hatten ja den Satz, dass jeder Muslim weiß, dass er sterben wird. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns anbefohlen? Akthiru, schau hier, vermehrt es, macht es oft. Was denn? Akthiru min dhikri hadhimil ladhat. Er sagt, vermehrt es, den Genusszerstörer zu erwähnen. Warum sollen wir es vermehren? Weil wir ständig am Vergessen sind. Sheikh, ich habe Misserfolge, ich komme nicht klar, ich habe dies angefangen, wieder gelassen, weil du vergisst. Und vergessen kannst du nur heilen, indem du dich ständig und immer wieder erinnerst, bis es zu einer Gewohnheit deines Lebens wird. Koranlesung täglich wird eine Gewohnheit. Qiyamul Layl wird eine positive Gewohnheit, sage ich, mit Herz natürlich. Freiwilliges Fasten, Spenden, das Streben nach Wissen, Bücher lesen, einen wöchentlichen Unterricht zu haben, das alles baust du in deinem Leben auf. Wir haben ja in der ersten Thematik gesagt, Al-Islah, wie verbessere ich mein eigenes Ich und wie heile ich mein Herz? Und was ist der erste Mittel dazu? Dich ständig wie immer und immer wieder daran zu erinnern, damit du nicht vergisst. Denn Adam a.s. hat schon vergessen, welches wir von ihm, wie gesagt, geerbt haben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wisst ihr, wie oft er den Tod selbst gedacht hat? Er sagt ja persönlich, wie gerade gehört, erwähnt oft den Genusszerstörer. Ubay ibn Ka'b, der Gefährte, der großartige Gefährte, der Führer der Koran-Rezitatoren, Ubay ibn Ka'b, sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam jede Nacht durch die Straßen von Medina gelaufen ist und sagte, steht auf zum Nachtgebet, der Tod ist da und der Tag der Auferstehung folgt sogleich, steht auf und betet in der Nacht. Das machte er jeden Tag. Also ist das nicht vergessen, nur durch eine Sache zu heilen, ständiges und immer wieder zu erinnern. Und deswegen in der größten Sache sogar Tawhid erwähnte es Allah, als er sagte, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Ermahne und erinnere, denn diese Erinnerung und Ermahnung nützt den Gläubigen. Natürlich heutzutage in unserem Alltag oder das Leben hier in Europa oder Deutschland ist schwierig. 8 Stunden arbeiten und der eine hat noch Kinder und Beschäftigung des Alltags. Dein Kopf ist am Explodieren. Keine Zeit, jeden Tag zu erinnern. Keine Zeit, erst recht nicht für Qiyamul Layl. Keine Zeit fürs Fasten. Ich habe einen schwierigen Job. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Dann sagen wir diesen Leuten: Nutzt deine Zeiten, deine leeren Zeiten, die Fahrt zur Arbeit, die Rückfahrt zur Arbeit. Deine 1, 2 Stunden, die jeder hat, egal wie beschäftigt du bist, versuche diese Zeiten zu nutzen, sodass du dieses Vergessen aus deinem Leben entfernst, damit der Wille zurückkommt, der starke Wille. Denn bei vielen ist dieser Wille schon ausgestorben. Warum? Weil die meisten vergessen haben. Und sie werden vergesslich bleiben, so lange, bis sie sich nicht wieder zurückerinnern. Und deswegen siehst du, dass Muslime jahrzehntelang in einem Loch sind. Warum? Sie haben den Willen nicht mehr, der durch das Vergessen entstanden ist. Und dieses Vergessen wird nicht verschwinden, bis er sich nicht von neu wieder aktiviert, indem er sich erinnert, um was es eigentlich geht und was auf ihn eigentlich wartet nach diesem Leben. Dann sagt er Thematik Nummer 3, ich gucke auf die Uhr, 45 Minuten. Thematik Nummer 3 ist auch sehr interessant, weil sie mit dem Feind zu tun hat. Thematik 2 und 3 hängt zusammen. Und zwar geht es bei Thematik Nummer 3 um den Shaitan, wie er deinen Willen beeinflusst und wie er sich an dich hängt und tatsächlich runterziehen will und wie der Autor dann darauf eingeht, wie du ihn besiegen kannst und dann frei loslaufen kannst und dann deine Ziele tatsächlich zu erreichen. Dieser ist auch ein langer Punkt. Ich würde sagen, 45 Minuten reichen für heute. Das möchte ich auch jede Woche machen. Und machen dann nächste Woche mit Thematik Nummer 3 weiter, die da lautet: Ma'rakatul Hayah, die Schlacht und der Kampf des Lebens mit dem Shaitan, dein persönlicher Shaitan. Jeder von uns hat einen sogenannten Qarin,
Karin heißt deiner, der ständig an deiner Seite ist. Du willst was Gutes tun? Kennst du diese Stimme? Mach später, mach morgen, mach nächste Woche. Das ist er. Diesen Kampf führst du, ob du willst oder nicht. Darauf geht er nächste Woche dann detaillierter ein. Damit fangen wir dann nächste Woche inshallah ta'ala auch an. Dann beende ich den Dars hier und sage Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Und schaue mir die Fragen an, inshallah. Moment. So, Bismillah. Also an alle, die Salam gesagt haben, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. So. Und Fatima sagt, die beste Zeit ist wirklich, nach Fajr den Koran zu rezitieren, den Tag damit zu starten, denn es vermehrt die Zeit. Da hat man noch keine, Moment, es scrollt ja alles nach oben, da hat man noch keine Arbeit oder sonstige Ausreden. Du weißt dann für den Rest des Tages, dass du den Koran gelesen hast, um mit Koran den Tag zu beenden, beispielsweise Mulk von Schlafen gehen. Genau. Das erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala auch in Surat al-Muzammil, als er sagte, inna nashi'at al-layli hi ashadu wat'an wa aqwa muqila. Das heißt, die Stunden der Nacht bzw. der frühen Morgenstunden sind besser für die Rezitation. Warum? Er sagt, ashadu wat'an, weil da gibt es eine Harmonie zwischen Kopf und Herz. Diese sind morgens bzw. nachts, wenn alles still und tot ist und am besten schläfst du vorher. Wer Wochenende St. Qiyamul Layl betet, manche machen das ja, weil unter der Woche Arbeit etc. geht nicht, dass sie vorher schlafen und dann aufstehen. Und dann spürst du spürst diese Ruhe der Nacht. Wenn du dann da Koran rezitierst, hat es einen ganz anderen Einfluss auf dich, als wenn du es mitten im Tag während der Arbeit rezitierst. Und das haben auch viele Gelehrten gemacht, wie die Schwester hier um Fatima auch sagt, dass sie morgens nicht ansprechbar waren. Ibn Uthaymin und andere Gelehrten unserer heutigen Zeit, nach dem Fajr-Gebet gab es keine Fragenbeantwortung. Und wenn einer kam, ja, Sheikh, ich habe eine Frage, hat er ihn weggeschickt. Er sagt, nein, jetzt ist die Zeit für Dhikr. Die Zeit für Gedenken und für Koranrezitation, also für deine Nahrung, für deine Seele. Und Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Ibn al-Qayyim erwähnt das über ihn. Er sagt, ich habe ihn beobachtet nach dem Fajr-Gebet, wie er bis zum Duha-Gebet da sitzt und Dhikr macht. Wisst ihr, was Duha-Gebet heißt? Ab 10 Uhr aufwärts. Das heißt, er sitzt dort 3, 4, 5 Stunden. Er sagt, und dann drehte er sich eines Tages zu mir um und sagte, das hier ist meine Speise. Wenn ich sie unterlasse, kippe ich tot um. Seine seelische Nahrung, er braucht das. Ihr wisst, Ibn Taymiyyah hat gekämpft mit der Waffe und hat die Erneuerer widerlegt. Dafür brauchst du eine psychische Stärke. Und diese hat er sich geholt durch das viele Dhikr. 4, 5 Stunden sitzt er da. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Er hat auch sehr viel Surat al-Fatiha rezitiert. Rahimahullahu ta'ala. Was meinst du mit dem vielen Lesen? Gilt das nur für den und alles, was mit ihm zusammenhängt? Oder auch andere Bücher? Der Autor hat ja gesagt, der Autor sagte, fi jami'i majalati al-hayah, in allen Bereichen des Lebens. Ist doch klar, wenn du Mediziner werden willst, wie wirst du das? Durch 1, 2 Kurse besuchen oder durch heftiges, intensives Studieren und Bücher lesen? Das meint er. In allen Bereichen, sei es islamisch, sei es weltlich, egal in welchem Bereich. Das ist doch klar. Wafiq, barakallah, ya Ziyad, Ismail, wa iyak, Furqan. Was war nochmal die Thematik Nummer 1? At-Tariqu ila
An-Najah fil Hayah, der Weg zum Erfolg im Leben. Ich kann es ja auch noch mal detailliert oder zitieren. Er sagt, Thematik Nummer 1, ja, Furqan, At-Tariqu ila Najah fil Hayah, der Weg zum Erfolg im Leben. Wie bekomme ich, oder anders, wie erlange ich den Erfolg in meinem Leben? Die Vorträge werden ja aufgenommen und Telegram-Gruppe, ihr wisst ja Bescheid, könnt ihr euch nochmal anschauen. Wafiq, Barakallah, Jazak, Oyak. Tariq sagt, die Gelehrten sagen, wer sich sein Buch zum Lehrer nimmt, hat mehr Schaden, Ahsant, mehr Schaden als Nutzen davon. Wie ist das mit dem ersten Punkt, ein Buch nehmen und lesen zu vereinbaren? Sehr gute Frage, ja, Tariq. Das sagte Imam al-Shatibi in seinem Buch Al-Muwafaqat. Er sagte, man kana kitabuhu shaykhuhu fa khata'uhu aktharu min sawabihi. Er sagt, derjenige, der sich ein Buch nimmt und es zu seinem Sheikh macht, ich lerne nur von Büchern, mit Shuyukh habe ich nichts zu tun, dessen Fehler wird mehr sein als sein Gutes. Ist ja klar. Wenn wir sagen, Bücher lesen, dann reden wir über das freie Lesen. Weil ein Student des Wissens durchläuft verschiedene Stationen im Streben nach Wissen. Du hast eine Zeit, wo du alleine studierst. Okay? Du liest, natürlich gilt das für die arabische Welt, wenn ich das sage hier alles, das gilt erstmal für die arabische Welt. Weil im Deutschen, ich weiß nicht, ob es im Deutschen so hohe Bücher gibt, jetzt wie in der arabischen Welt. Auf jeden Fall, um auf deine Frage zu antworten, was damit gemeint ist. Gemeint ist, wenn du liest alleine Bücher und danach urteilst, du kannst ja von mir aus alleine lesen, aber du hältst deinen Mund. Du gibst keine Urteile, noch lehrst du. Weil wer sagt uns, dass du das da richtig alles gelernt hast oder beziehungsweise lehrst? Und keiner kann auch sagen, ja Tariq, dass man sagt, du darfst nur von Gelehrten lernen und zu Hause sitze ich da und fasse kein Buch an. Das ist wie in der Schule, du musst auch selbst recherchieren. Und selbst lernen. Ja, das prangern sogar die Gelehrten an. Deine Zeit, in der du alleine lernst, ist um Vielfaches mehr als dein Sheikh, mit dem du lernst. Dein Sheikh in der Uni siehst du 2-3 Stunden. Und was machst du die anderen 10 freien Stunden? In denen musst du selbst recherchieren. Was Imam al-Shatibi meint, ist, um danach zu urteilen oder zu lehren. Wer sagt uns, dass das richtig ist oder nicht? Deswegen muss man heutzutage wissen, bei wem man lernt oder derjenige, wo er gelernt hat. Hat er im Ausland gelernt? Wie lange hat er gelernt? Etc. Wenn du jetzt einfach ein Buch nimmst, du guckst dich hier durch, was habe ich hier beispielsweise? Hier oder hier hinter mir ist der Tafsir von Imam al-Qurtubi. Ich nehme jetzt das Buch durch und fange an zu lesen. Fragt mich irgendeiner nach Urteilen, sage ich, ja Bruder, halal, haram. Warum? Ja, hier steht im Buch. Wer hat dir gesagt, dass das abrogiert ist oder nicht? Vielleicht ist es abrogiert. Wer sagt, dass es gültig noch ist oder nicht? Wer sagt, dass es nicht etwas Authentischeres gibt als das, was du gelesen hast? Deswegen brauchst du einen Lehrer. Der Lehrer gibt dir die Schlüssel, weil die Aussage von al-Shatibi geht weiter. Er sagt dir, denn die Schlüssel dieser Bücher sind bei den Gelehrten in der Hand. Es ist wie das eigene Schwimmen irgendwann können. Der Lehrer bringt dir das Schwimmen bei und dann schwimmst du irgendwann alleine. Du kannst nicht dein ganzes Leben mit einem Lehrer sein. Nur irgendwann merkt dein Sheikh, du hast das Zeug, du kannst lesen, du kannst recherchieren, du kannst Unterrichte geben, mach. Immer noch hast du aber Kontakt zu deinem Sheikh. Okay? Genau. Und eine andere Aussage gilt auch über den Koran. Sie sagen, nimm den Koran nicht von einem Suhufi, der sich Koran selbst beigebracht hat. Tausende von Fehlern. Ich kann von meiner Wenigkeit berichten, dass das Wissen einen wirklich verändert. So nutze ich auch immer den Weg zur Schule und zum Zurück mit Büchern. Man schafft dann, zig Bücher zu lesen oder in den Pausen. Das Wissen ändert dann einen Stück für Stück. Genau, das ist, was ich gemeint hatte mit die freie Zeit zu nutzen. Diese wird sehr unterschätzt. Ja, nur 10 Minuten, was soll ich da machen? Ja, aber denk doch mal ein bisschen weitsichtiger. Wenn Allah dir ein langes Leben gibt und du liest jeden Tag 10 Stunden, was macht es in der Woche? 1 Stunde, im Monat 4 Stunden, im Jahr über 40 Stunden, 50 Stunden, da wirst du 4, 5, 6, 7, 10 Bücher gelesen haben.
Lass dich da nicht täuschen von Shaitan, ja, sind nur 10 Minuten. Es gibt Gelehrten, die haben diese Enzyklopädien gelesen in 15 Jahren, weil er jeden Tag 5 Minuten vor dem Schlafen gehen, eine Seite. Was ist jetzt besser? Wir treffen uns in 15 Jahren und du hast das hier nicht gelesen? Oder wir treffen uns in 15 Jahren und ich habe es gelesen? Die Antwort ist klar. Wie kann man das, was man lernt, in die Tat umsetzen? Wenn ich mich mit dem Tafsir beschäftige, nehme ich mir vor, das auch in die Tat umzusetzen. Aber wenn es dann zu dieser Situation kommt, in dem man es praktizieren sollte, dann vergisst man es. Wir haben ja gesprochen über das Vergessen. Also du willst eine Tat praktizieren, die du gelernt hast, und dann später fällt dir ein, da hätte ich eigentlich das und das machen sollen, ich habe es aber vergessen. Das passiert, wie gesagt, Vergesslichkeit ist ja auch irgendwo normal. Wir haben ja gesagt, wenn Adam im Paradies vergisst, dann wie sieht es mit uns aus? So, wie schafft man es, dass man die guten Taten nicht mehr aus Gewohnheit macht? Indem du vorher den Hadith beispielsweise, ich gebe dir das beste Beispiel, das Wudu, Abdest, Gebetswaschung. Jeder von uns geht dahin und wäscht sich mit einer einzigen Absicht. Die meisten haben folgende Absicht: Ich muss beten. Aber er trägt nicht in seiner Absicht gerade, dass das selbst ein Gottesdienst ist. Der Hadith, jedes Mal, wenn er seine Augen wäscht, fallen aus seinen Augen die Sünden und auf seine Hände und auf seinen Füßen und auf seinem Mund. Das musst du dir ständig vor Augen halten. Und das ist das Schwierige. Ibn Abbas sagte: Ich erhoffe mir sogar durch meinen Schlaf Hasanat. Als er gefragt wurde, warum, sagte er: Ich möchte mich jetzt ausruhen, um für das Qiyamul Layl aufzustehen. Das ist natürlich eine hohe Stufe, dass du ständig das parat bei dir hast. Wisst ihr jetzt, was gemeint ist, als er sagte über das Wissen? Dann hat er gesagt: Tafsili, es soll detailliert sein, du musst richtig haben. Qawi, stark, und Hadir, es muss auch anwesend sein. Jemand hat sein Mikro auf. Also wie es nicht mehr zur Gewohnheit wird, indem du die Belohnung kennst von jeder Tat und dann die versuchst, vor der Tat immer den Hadith, so bist du auch automatisch gezwungen, diesen Hadith auswendig zu lernen. Wenn ich dich jetzt frage, warum betest du 2 Rakaat vor dem Fajr? Ihr kennt alle den Hadith, weil es besser ist als das Diesseits und was in ihm ist. Du hast das Wissen und praktizierst es. Stell dir mal vor, alles, was du machst im Islam, du hast den nötigen Hadith dafür. Das wird dir eine ganz andere Süße geben der Praktizierung. Was ist der Unterschied zwischen Tadabbur und Tafsir? Komplettes Kapitel nur darüber werden wir haben. Hab noch ein bisschen Geduld. Er sagt, der Unterschied zwischen Tafsir und Tadabbur. Wenn du beim ersten Dars da warst, wir sind ein bisschen auf Tadabbur eingegangen, worauf das hinweist. Kommst du auch mal nach Frankfurt Vorträge halten, weil Stuttgart ist zu weit? Bruder, ich wohne in Frankfurt. Ich bin gerade in Frankfurt. In Stuttgart bin ich nur jeden Samstag. Samstag ab 12 Uhr bin ich ab 15 Uhr bin ich in Stuttgart, habe Kinderunterricht und dann abends unsere Ermahnung über die Hölle zurzeit und bin Sonntag zurück. Also gestern um 1 Uhr nachts war ich wieder hier und ich bin in Frankfurt hier, Bruder. Also ich wohne in Frankfurt. Und ich predige auch nicht aus einer Moschee oder so. Ich bin hier in meiner Wohnung, weil manche dachten, ich predige aus einer Moschee. Was kann es für Gründe geben, wenn man viel Dhikr macht und Koran liest, etc., aber trotzdem vergesse ich meistens alles und spüre nur sehr, sehr selten diese Süße? Dosis vermehren. Darüber redet Ibn al-Qayyim. Ich habe eh vor, mit euch in Zukunft mehrere Bücher durchzugehen. Ibn al-Qayyim, das Buch gibt es auch übersetzt. Regenschauer voller guten Worte, glaube ich, müsste das so heißen. Dieses Buch ist speziell nur für Dhikr. Es antwortet auf all deine Fragen über Dhikr. Und in einem Kapitel sagt er: Vermehre die Dosis,
Warum verspüre ich die Süße nicht? Weil du nicht genug machst. Warum wächst mein Muskel nicht? Ja, du machst nicht genug Wiederholungen. Warum hat dieses Heilmittel nicht genutzt? Ja, der Arzt sagte, nimm es dreimal in der Woche, du hast es nur einmal genommen. Es hat die Wirkung nicht. Jeder hat eine andere. Ab einer bestimmten Zahl von Gottesdienst fängt er an, sich zu verändern. Der eine sagt 100 Mal Subhanallah, sein Herz wird weich. Der andere muss es 1000 Mal sagen, weil sein Herz härter ist. Also vermehre mal die Dosis und dann kommt die Süße früher oder später. Sind die Vorträge die ganze Zeit zur Verfügung bereit? Ja, in der Telegram-Gruppe werden diese Vorträge aufgenommen und hochgeladen. Könntest du dir vorstellen, Tafsir-Unterrichte zu geben? Beginn von Juz Amma. Genau, das habe ich auf meiner Liste stehen. Wie gesagt, ich habe ja vor, mit euch, inshallah ta'ala, hier mehrere Bücher durchzumachen. Unsere Webseite wird gerade erstellt. Und dann will ich hier auch wirklich die Geschwister, wer Interesse hat natürlich, auch ausbilden zu richtigen Predigern und Predigerinnen. Ich sehe, hier sind ja auch Schwestern dabei. Das würde in die Kategorie gehen, interessante Bücher. Aber ich will mit euch natürlich auch klassisch ein Studium durchgehen. Beispielsweise Aqida fangen wir mit einem Anfängerwerk an von Ibn Uthaymin, dann gehen wir zu Tafsir von Juz Amma, nehmen wir auch ein Anfängerwerk, etc. Also lasst euch überraschen, es ist einiges am Kommen. Dann sagt er, bis zum nächsten Mal. Na, bis zum nächsten Mal. Regelmäßig mit Lehrern in Kontakt zu sein, um zu wissen, ob man die Dinge verstanden hat, ist hier in Deutschland leider schwierig. Richtig? Da es Mangel an Lehrern gibt. Richtig? Was wäre ein Lösungsvorschlag? Nach Lehrern zu suchen. Ibn Uthaymin hat ein Buch geschrieben, das heißt Kitabul Ilm, das Buch des Wissens. Und dann wird er genau diese Frage gefragt. Ja, Sheikh, der Grundsatz lautet doch, lernt bei Gelehrten. Allein dieser Grundsatz ist umstritten, weil ein Anfänger kann gar nicht bei einem Gelehrten sitzen, weil er ihn nicht verstehen wird. Ein Anfänger sitzt bei einem Studenten des Wissens, der schon 5, 6, 7, 10 Jahre auf dem Buckel hat. Bei Gelehrten sitzen wirklich ausgelernte Studenten, die gerade dabei sind, sich den letzten Schliff zu holen. Aber ein Anfänger, der letzte Woche Islam angenommen hat, der sitzt nicht bei einem Gelehrten. Der sitzt bei einem, der ihm 3, 4 Jahre voraus ist und ihm die Basics beibringt. Und wenn du sagst, ja, Tariq, hier in Deutschland ist es schwer, es gibt aber trotzdem hier und da wirst du immer einen finden, der was gelernt hat, der in Medina war, der in Marokko gelernt hat, Ägypten. Du musst dich halt nur rumsuchen und rumfragen. Du kennst die Szene, man weiß schon, wo man was lernen kann und bei wem man was lernen kann. Und wenn du hier schreibst, um zu sehen, ob man alles verstanden hat, schau mal, die Religion ist ja auch nicht schwer. Wenn du ein Buch liest, wir reden jetzt hier über Verständnis, nicht über Verständnisfragen. Es kann nicht sein, dass du ein Buch von A bis Z dich nicht traust, irgendetwas zu sagen, was du gelernt hast, außer wenn der Lehrer dir ein grünes Licht gibt. Bei kniffligen Dingen, bei schwierigen Dingen, wenn von dir eine Fetwa verlangt wird, da hältst du den Mund. Aber wenn du jetzt liest im Buch von Ibn Uthaymin und er spricht über die Hölle und sagt, die Stufen sind, die Tore sind 7 und sie sind übereinander und es gibt die Tür der Kuffar und die Tür der Heuchler und dann wirst du gefragt über die Türen der Hölle in der Moschee, dann sagst du, ich darf nicht reden, weil mein Scheich noch mir nicht erlaubt hat. Nein. Dieses Wissen kannst du weitergeben, weil es offensichtlich ist. Meistens darf man seinen Mund nicht aufmachen oder erst recht nicht. Oder was die Gelehrten anprangern, bei Halal und Haram. Darf ich oder darf ich nicht? Hier hältst du oder hier hält man den Mund. Genau. Aber kannst du auch mal in Frankfurt Vorträge halten? Schwierig, Bruder. Ich weiß jetzt nicht, welche Moschee Interesse hätte oder es ist ein bisschen schwierig in Frankfurt. Ich bin jetzt, inshallah, erstmal online unterwegs. Es wird sich, inshallah, vermehren online. Wie gesagt, der Aqida-Kurs wird gerade vorbereitet. Und dann werde ich mich freuen, wenn du dabei bist im Aqida-Kurs für Anfänger.
Was kann es für Gründe haben, wenn man die Süße, die man mal schmecken durfte, nicht mehr schmeckt? Genau, darauf haben die Gelehrten geantwortet. Der Teskia am Anfang, jeder, der hier, wie viel sind wir noch? Genug. Jeder, der hier sitzt, hat am Anfang seiner Praktizierung eine Süße verspürt, die er nach 2, 3 Jahren nicht mehr spürt. Und dann die Frage, warum ist das weg? Wisse, dass am Anfang Allah subhanahu wa ta'ala barmherzig mit dir ist. Und dass du zum ersten Mal Kontakt hattest zu diesem Licht. Den Geschmack hast du zum ersten Mal gekostet. Und das war süß und schön. Und die Sajda hat gut getan. Und das Gebet, was für ein Genuss. 1, 2, 3 Jahre, was passiert? Sünden, schwarzer Fleck, Sünden, schwarzer Fleck, Hülle um das Herz. Was passiert jetzt? Sie sagen, die erste Süße wurde dir geschenkt von Allah. Die zweite Süße musst du dir erkämpfen in den gottesdienstlichen Handlungen. Du musst jetzt da sitzen und arbeiten mit Dhikr, mit Wissen, mit Büchern, Koran lesen, etc. Die zweite Süße kommt durch das Arbeiten. Genau. Na, ich verstehe, danke. Würde ich gerne mehr bei dir lernen. Inshallah, alles wird rechtzeitig noch preisgegeben, die Flyer etc. Wird der Koran ein Argument gegen einen sein, wenn man ihn auswendig lernt, aber weil man kein Arabisch kann, kommt man mit dem Tafsir nur sehr schwer hinterher, um die Ayat ausführlich zu verstehen, um sie auch umzusetzen. Wenn ich in einer Moschee frage, ob sie. Koran, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith in Sahih Muslim, wal Quranu hujjatun laka wa alayk. Und der Koran ist ein Beweis für oder gegen dich. Es kann nicht sein, dass du rezitierst, wala taqrabu zina, und kommt der Unzucht nicht nahe und du bist am Unzucht treiben. Es kann nicht sein, dass du die Verse auswendig kennst, wa harrama Allahu riba, Allah hat den Zins für haram erklärt und du handelst mit Zinsen. Es kann nicht sein, es kann nicht sein, es kann nicht, und du, das ist ein Argument gegen dich. Und als ein Tabi'i, einer der Generation nach den Sahaba zu Aisha, radiallahu anha, weil sie Gelehrtin war, jeden Tag kam er zu ihr und wollte Hadith lernen. Sie hat sich gewundert und hat gesagt: Ja, Herr, oh Junge, lernst du auch, was du jeden Tag von mir kriegst? Pass auf, oder sammelst du nur Beweise gegen dich? Jeder Hadith, den du lernst und nicht in die Tat umsetzt, jeden Vers kann gegen dich fürsprechen. Und deswegen dieses Streben nach Wissen, die erste Lektion oder die ersten Dinge, die man lernt, ist die Tazkiyah, das sich reinigen. Warum lerne ich? Warum will ich Gelehrter werden? Warum diese ganzen Bücher? Warum jeden Tag lernen? Warum Koran? Warum, warum, warum? Und das lernt man zuerst. Und so haben die damaligen gelernt. Erstmal das Spirituelle, warum? Und dann sind sie losgereist und haben das Wissen gelernt. Wenn ich in einer Moschee frage, ob sie dich einladen können, kommst du? Ich weiß es noch nicht. Moschee ist jetzt bei mir zurzeit ein bisschen kritisch. Wo gibt es Infos für Akida-Kurs und weiteres? Der Flyer wird gerade erstellt. Wir werden das Buch durchnehmen von Ibn Uthaymin. Das ist für Anfänger, für wirkliche Anfänger. Das heißt Nubdhatun fil Aqidatil Islamiyyah. Ihr wisst ja, die Aqida der Ahlus Sunnah wal Jama'a ist ein gigantisches Werk. Was hat Ibn Uthaymin gemacht? Er hat nur das herausgefiltert, was jeder Anfänger erstmal wissen muss. Auf knapp 100 Seiten. Dieses Buch werde ich inshallah mit euch durchgehen, sodass du das das absolute Muss drauf hast. Okay? Und dann mit den Monaten und Jahren schließen wir das ab. Dann gehen wir zu Höheres, zu Höheres, zu Höheres, bis wir dann auch tatsächlich in Zukunft die großen Werke, wenn Allah dann erlaubt, auch mal durchnehmen. Genau. Ich glaube, das war die letzte Frage bei mir. Wo gibt es Infos für Akida? Genau. Okay. Aber sagen wir, eine Person ist erst am Juz einmal mit dem Tafsir. Aber lernt schon viel weiter. Weg? Frage ist weg. Ach, hier gibt es noch mehr Fragen. Nee.
Genau, schon viel weiter. Die anderen suchen auswendig, aber Bruder, Tafsir, ich sage ja, wir werden ein extra Fach haben, das heißt Streben nach Wissen. Wie strebt man nach Wissen? Ich sehe, du bist gerade ein bisschen in einem Strudel. Tafsir lernen, aber schon zig Jahre weiter sein. Nein, 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 nein. Studieren oder stufenweises Lernen geht anders, Bruder oder Schwester. Weil du sagst, aber sagen wir, eine Person ist bei Juzamma mit dem Tafsir. Aber lernt schon viel weiter die anderen Suren auswendig, aber kennt von diesen nicht die Bedeutung. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Das Auswendiglernen teilen sie ja ein. Es kommt auf dein Alter an. Bist du jung oder alt? Alt, ab Pubertät aufwärts zählt schon bei den Gelehrten als alt. Ab Pubertät abwärts zählt noch als jung. Aber dazu kommen wir noch im Fach. Wie gesagt, ich bin ja dabei, mit euch ein Studium wirklich durchzugehen. Im Fach Streben nach Wissen, wie geht das? Welche Bücher lernt man? Das wird dir deinen ganzen Chaos in deinem Kopf ein bisschen reduzieren. Denn die Bücherei des Anfängers sieht am Anfang so aus. Und wir werden auch die Bücher erwähnen. Schritt für Schritt. In der Grundschule fängst du auch nicht mit Algebra an. Da fängst du spielerisch an. Ein Apfel plus noch ein Apfel gleich zwei Äpfel. So fängt man an. Und auch im islamischen Wissen. Kannst du mir ein paar Tipps geben, wie man am besten den Koran auswendig lernen kann als Anfänger? Das ist ein großes Thema. Wie gesagt, darüber werden wir reden. Ich habe etwas darüber erzählt in meinem Interview mit Iman TV, wie ich in Marokko das in der Koranschule gemacht habe. Kannst du ja reinhören. Wo ist das? Warum verschwindet das? Wie lange dauert es mit dem, was du für uns vorhast? Da ist einer richtig motiviert. Also, Akhida-Kurs kommt wahrscheinlich die Woche schon der Flyer raus. Dann muss ich noch den Tag aussuchen, wann wir das machen. Freitags oder Donnerstag. Ich will halt die Tage fix machen. Sonntag soll nur dem Koran gehören. Wenn wir das Buch fertig haben, machen wir ein anderes Buch über den Koran. Sei es Tafsir, sei es Koranwissenschaft, das Buch von Imam Nawawi, das Benehmen der Koranträger. Sonntag gibt es nur Koran. Wenn wir Aqida-Kurs auf Freitag machen, gibt es Freitag nur Aqida. Machen wir Sira, Prophet am Donnerstag, wisse Donnerstag gibt es nur über den Prophet und so weiter. So. Jetzt kommen wir aber auch langsam zum Schluss. Also wäre es kein Argument gegen ein, wie lange dauert es? Nein, nein, es ist kein Argument gegen dich. Dazu sagen sie ja auch, es gibt keinen, der alles praktizieren kann, was man lernt und hört. Das geht gar nicht. Es geht außer gewisse auserwählte Awliya. Imam Ahmed sagt, man hat jeden Hadith, den er in seinem Werk geschrieben hat, vorher praktiziert. Und die anderen Kurse, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt, lass mich erstmal, wir haben jetzt den Sonntag, lass mich kurz den Aqida-Kurs fest fixieren in die Woche und dann gucken wir, was danach kommt, inshallah. Hast du vor, den Unterricht mit einer Tafel und so weiter zu machen? Habe ich mir überlegt, ich habe auch eine Tafel da. Muss man besprechen, muss man gucken. Ja, die Tafel könnte ich hier hinten hin tun und dann könnte ich auch schreiben. Ja, schauen wir mal, inshallah. Soll man seine Zeit zu Hause auch so einplanen, dass man einen Tag nur Koran und einen anderen Tag mit der Aqida? Es gibt die großen Wissenschaften. Die muss man täglich lernen. Jemand, der zum Beispiel sich gerade dabei oder gerade beschäftigt ist mit Koran auswendig lernen, der muss das täglich machen. Weil Koran ist ein großes Projekt. Du hast 604 Seiten, die müssen jeden Tag frisch gehalten werden, beziehungsweise Neues muss auswendig gelernt werden. Fiqh ist ein Ozean. Das sollte man versuchen, jeden zweiten Tag. Ich sage ja, das Thema Streben nach Wissen ist ein Thema für sich. Das werden wir inshallah ta'ala alles noch ausführlich behandeln, wenn wir Allah es erlauben. Aber es ist gut, wenn du einen Tag hast, Montag beispielsweise, Sunna-Fasten.
Mache den Montag, verbinde das mit dem Koran, wenn die Zeit da ist. Sag, Montag faste ich so oder so. Diesen Tag gebe ich nur dem Tafsir und Tadabbur. Weil der Autor wird noch darauf eingehen, der Zusammenhang zwischen Tadabbur und das Fasten, was für einen Effekt es auf dein Herz hat. Kannst du mir bitte nur sagen, was damit gemeint ist, dass die Übertreiber zugrunde gehen werden? Na'am, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, halakal die Übertreiber und die alles bis ins Detail reinbohren, werden zugrunde gehen. Das heißt, mehr als der Urf, mehr als was im Gewohnheitsrecht bekannt ist. Wir wissen ja von den großen Grundprinzipien. Wir haben fünf große Regeln, auf der der ganze Islam basiert. Eine davon lautet, Al-Adatu Muhakkama, Gewohnheitsrecht spielt eine große Rolle. Okay? Und wenn du dann aus der Gewohnheit heraustanzt oder übertreibst, was bei den Menschen als Gewohnheit zählt, solange es nicht dem Islam widerspricht, zählst du als Übertreiber. Und ich gebe dir ein spezifisches Beispiel. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war auf der Hajj. Und er hat den Leuten beigebracht, wie sie die Hajj zu verrichten haben. Als sie zum Steinewerfen kamen, sagte er, nimmt Steine, die so groß sind wie Kichererbsen oder Erbsen. Pass auf jetzt. Und wer größere Steine nimmt als Erbsen oder Kichererbsen, gehört schon zu den Übertreibern. Schau mal, wo es schon anfängt. Größere Steine zu nehmen als Kichererbsen, zählst du bei dem Gesandten Allah schon als Übertreiber. Jetzt schau dir an, was die Geschwister teilweise machen. Takfir. Leute werden aus dem Islam geworfen, weil er irgendetwas versehentlich gesagt hat. Leute werden ermordet, getötet, weil er angeblich irgend... Übertreibung, Übertreibung, Übertreibung. Deswegen sagte er, sie werden zugrunde gehen. Ihre Religion werden sie nicht mehr tragen können, weil sie alles für zu schwer sehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns die Religion leicht gemacht zum Praktizieren. Genau. Okay, das war bei mir die letzte Frage. Ja, die letzte Frage. Ist es empfehlenswert, während man etwas, alles gut, kein Problem. Ist es empfehlenswert, während man etwas im Islam lernen möchte, extra in die Moschee geht, um sich zurückzuziehen? Als Frau. Genau. Die Frau, wie ihr wisst, die großartigste Tat überhaupt im Islam ist was? Das Gebet. Im Hadith heißt es, der Islam stützt sich auf die Säule des Gebets. Wenn dieses Gebet zur Frau gesagt wird, der beste Ort dafür ist wo? Ist wo? Ist bei ihr zu Hause. Und nicht sogar bei ihr zu Hause im freien Wohnzimmer. Er sagte nochmal in ihrem speziellen Gemach, da wo sie sich halt zurückzieht und schläft meistens, wo sie sich halt ja entkleidet, da wo sie halt ein bisschen freizügiger rumläuft. Da soll sie ihr Gebet verrichten. Also versteckt in der Wohnung und dann nochmal versteckter als versteckt. Da ist das Gebet der Frau am meisten wert. Warum? Weil die Frau soll wie eine Perle sein, sie soll versteckt sein, die Augen sollen sie nicht sehen, die Nasen sollen sie nicht riechen. Außer im Hadith heißt es, wenn die Frauen euch bitten, in die Moschee zu gehen, dann haltet sie nicht ab. Dann soll sie gehen, weil in der Moschee gibt es diesen speziellen Geschmack. Das Licht ist vorhanden. In der Moschee ist es manchmal angenehmer als zu Hause. Wenn du weißt, im Frauenbereich ist zu der und der Zeit nicht viel los, dann kannst du zur Moschee gehen. Aber wenn du mich fragst, was ist besser, zu Hause oder Moschee, dann sagen wir zu Hause. Genau, Barakallahu, freut mich auf jeden Fall, dass es euch gefällt. Okay, gerne. Wofür haben wir? 20 nach? Ja, jetzt letzte Chance. Eine Frage noch und dann oder unterbrechen wir ab. Letzte Frage oder verabschieden wir uns? Ja.
Schale, wir wollen eine, das Duha-Gebet. Was ist damit? Wir wollen eine Klasse bilden, inshallah ta'ala, die ausgebildet wird in den Wissenschaften. Wir sehen, in Deutschland wird die Unwissenheit immer mehr und mehr und sie ist mehr verbreiteter, denn mehr als denn je. Und deswegen will ich hier, ich brauche nur 5 Motivierte. Wenn 5 motivierte Schüler es gibt, die bereit sind, die nächsten 5 Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre intensiv zu lernen, wäre schon ein Riesenerfolg. Diese 5 geben es dann weiter. Natürlich, ihr seid alle herzlich eingeladen, aber ich meine, 5 Elite würde schon reichen. Aber wie viel Uhr sollte man das Duha-Gebet beten? Das Duha-Gebet fängt an, die Zeit fängt an ab Sonnenaufgang. Bei uns hier in Frankfurt ist, was sagt meine App des Vertrauens? Sonnenaufgang 8.20 Uhr. 8.20 Uhr ist Sonnenaufgang. Ab 8.20 Uhr soll man ja nochmal die sogenannten 15 bis 20 Minuten warten. Das heißt 20 vor 9. Ab 20 vor 9 kannst du das Duha-Gebet verrichten. Bis 20 Minuten vor dem Dhuhr-Gebet sollst du aufhören. Was ist die beste Zeit? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die beste Zeit ist dann, wenn die kleinen Kamele hochspringen. Was ist damit gemeint? Die Sonne ist ungefähr um 10 Uhr am heißesten. Diese erhitzt dann den Wüstensand und die kleinen Kamele, deren Hornhaut noch nicht hart gewachsen ist, ist es so heiß, dass sie nicht auf dem Boden stehen können und springen dann auf. Guck dir das mal an in irgendeiner Tierdokumentation. Sie halten die Hitze nicht aus und springen. Er hat uns dieses Gleichnis gegeben. Er sagte, die beste Zeit ist dann, wenn die kleinen Kamele springen. Das heißt, wenn es am heißesten ist. Und das ist meistens ab 10 Uhr, 10.30 Uhr, 9.30 Uhr in dieser Zeitspanne, in dieser Stunde so. Genau. Meine App des Vertrauens ist hier in Frankfurt, die von der Bilal-Moschee. Genau. Das ist aber auch eine Thematik. Welche Uhrzeiten sollte man folgen, etc. Wie ist es mit dem Gebet als Schüler? Öfter sind Schüler noch im Unterricht. Genau. Egal, Schule, Universität, Arbeitsplatz, man redet mit denen. Wie heißt das? Mit den Verantwortlichen, Direktor, Lehrerin. Es gibt ja Religionsfreiheit, inshallah. In der Pause das Gebet zu verrichten. Genau. Okay, liebe Geschwister. Dann sage ich für heute Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Und an alle nochmal, freut mich, dass sie immer so zahlreich erscheint. Inshallah ta'ala haben wir eine Reise begonnen, die noch viele Jahre geht. Und dass wir auch zusammen viel lernen und Bücher abschließen. Das Wichtigste ist, den klassischen Weg zu gehen, ein Buch zu nehmen von A bis Z. Also, liebe Geschwister, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bis zur nächsten Woche, bis nächsten Sonntag um 19 Uhr wieder. Inshallah. Assalamu alaikum. Amin, amin, amin. Auf Wiedersehen, Barakallahu fiik.